Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Ihr könnt es hinter mir sehen oder habt es auch schon im Titel gelesen. Heute testen wir einmal den kleinen Bruder des beliebten VW-Busses, nämlich die Rede ist natürlich hier von der fünften Generation des neuen VW Caddy. Wir möchten heute schauen, was er drauf hat, wie viel Platz er beinhaltet und wie er sich im Alltag so schlägt. Falls ihr nach meinem Video Lust habt auf den Caddy, dann schaut doch gerne mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem neuen Caddy und mir. Der Caddy überzeugt seit 1979 immer mit wirklich viel Raum auf kleiner Fläche und so ist es dann hier in der fünften Generation auch wieder. Wir liegen hier mit den Maßen in der Länge bei 4,50 Meter, in der Höhe liegen wir hier bei 1,83 Meter und in der Breite bei 1,86 Meter. Den Caddy gibt es zusätzlich als Kurz- oder Langversion. Wir haben jetzt hier die Kurzversion stehen. In der Move Edition, die war eine Sondervariante zur Markteinführung des neuen Caddy, ist aber gleichzusetzen mit der Live-Ausstattungsvariante. Insgesamt gibt es drei verschiedene Ausstattungsvarianten für den neuen Caddy. Es gibt einmal die Basis, den normalen Caddy, dann gibt es eben die Live-Ausstattungsvariante oder die höchste Ausstattungsvariante mit der Style. Ja, dazu kommt, dass es dann auch noch verschiedene Motoren gibt für den Caddy. Es gibt ihn als Diesel oder auch als Benzinmotor, natürlich auch mit verschiedenen Leistungsstufen. Wir haben jetzt hier den 2 Liter TDI Motor verbaut, sprich wir haben jetzt hier ein Dieselfahrzeug und wir können auch noch zu dem neuen Caddy sagen, dass er eigentlich auf der gleichen Plattform steht wie der neue Golf zum Beispiel. Das bringt uns auch dann schon so ein bisschen zum Design der Front, denn wie ich finde, könnte man hier auf den ersten Blick auch den neuen Golf erkennen, wenn diese Leiste hier vorne zum Beispiel auch beleuchtet wäre, wie beim neuen Golf. So ist jetzt eben hier die Lichtleiste angedeutet durch die Aluleiste, die sich dann hier auch einmal in die Lichter reinzieht. Die Lichter, die sind in unserem Fall LED-Leuchten, die sind allerdings optional. Serienmäßig kommen hier Halogenscheinwerfer mit. Die LED-Leuchten, die sind aber leider kein IQ-Light, aber dennoch würde ich sagen, die LED-Leuchten stehen dem Fahrzeug wahnsinnig gut und daher lohnt sich diese Option auf jeden Fall. Insgesamt kann man sagen, dass die Front relativ geschlossen hier jetzt steht und auch das gefällt mir richtig gut, gerade weil wir jetzt in unserer Ausstattungsvariante hier vorne den Stoßfänger lackiert haben und so macht es dann eben einen richtig schicken Look hier bei dem Fahrzeug. Wenn wir weiter an die Seite gehen, haben wir in unserem Fall jetzt 18 Zoll Felgen dabei, in einem schönen Bicolor, serienmäßig sind hier allerdings 17 Zoll. Ja, die Außenspiegelkappen sind jetzt bei uns auch in schwarz lackiert, finde ich mega schön, gerade hier zu dem dunklen Glaspanoramadach, das bei uns jetzt auch zu der Move-Ausstattungsvariante gehört. Move steht dann auch nochmal hier seitlich drauf, damit wir eben wissen, dass es hier ein Sondermodell ist. Was ich auch mega praktisch finde bei dem neuen Caddy ist, dass wir auf beiden Seiten Schiebentüren haben. Heißt, die Kids können die Tür nicht mehr irgendwo anschlagen und das finde ich halt mega cool. Und auch zum Beladen ist es super praktisch. Hier oben haben wir dann auch noch eine Dachreling dabei. Auch super praktisch bei so einem Auto. Und so würde ich sagen, werfen wir einmal gemeinsam noch einen Blick auf das Heck. Am Heck angekommen, möchte ich erst noch mal kurz über die Scheiben hier hinten sprechen, denn ich finde auch, die abgedunkelten Scheiben stehen dem Fahrzeug gerade in Kombination mit dem Weiß hier extrem gut und man hat halt eben auch so ein bisschen Privatsphäre im Fahrzeug, falls man zum Beispiel mal in diesem Fahrzeug übernachten möchte. Was ich auch schön finde,
Weil wir vorne ja die LED-Leuchten haben, haben wir jetzt auch die Heck-LED-Leuchten und ich finde, die geben dem Heck einfach einen wahnsinnig schönen Look. In der Mitte zentral steht dann auch nochmal schön groß Caddy, wie wir das aktuell von allen VW-Fahrzeugen kennen, mit den Letters. Hier oben dann nochmal ein VW-Zeichen. Und natürlich werfen wir bei so einem Nutzfahrzeug auch einen Blick in das Heck. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben hier wahnsinnig viel Raum in dem Caddy. Wenn die Rückbank hier hinten umgeklappt ist, haben wir hier ein Ladevolumen von 2556 Liter. Wenn die Rückbank hier allerdings nicht umgeklappt ist, sind es 1200 Liter Ladevolumen, immer noch wahnsinnig viel. Und wenn wir die Rückbank umklappen, haben wir dann eine Ladetiefe, eine flache Ebene zum Reinladen von 1,70 Meter. Die Rückbank, die können wir einfach umklappen. Wir können sie komplett nach vorne stülpen, dann hat man noch ein bisschen mehr Platz. Aber man kann sie natürlich auch komplett ausbauen. Oder man klappt sie halt eben dreigeteilt um. Das ist auch möglich. Wir haben noch eine Option, nämlich für eine dritte Sitzreihe. Dann haben wir hier auch Platz für bis zu 7 Personen. Die dritte Sitzreihe allerdings, die kostet 869 Euro Aufpreis. Wir haben jetzt hier noch so eine Abdeckung für den Kofferraum, finde ich auch cool. Wir haben noch mal so ein kleines Fangnetz, damit die Ladung auch wirklich gesichert ist. Wir haben hier hinten eine 12 Volt Steckdose. Wir haben hier so ein bisschen Verzehrösen mit dabei. Und hier oben dann in der Heckklappe haben wir auch noch mal zwei kleine Leuchten, damit man halt eben, wenn man hier das Fahrzeug belädt, auch so ein bisschen besser sehen kann. Ja, den Caddy, den gibt es nicht nur als Kombi, so wie er hier steht, sondern eben auch in verschiedenen Ausbautypen. Wir können ihn als Taxi bestellen, als Cargo-Variante, als Panamericaner oder eben auch als California Edition und somit wäre er dann natürlich perfekt zum Campen. Ja, ich würde sagen, wir möchten uns jetzt einmal noch den Innenraum anschauen. Angekommen, beginnen wir vielleicht erst noch einmal mit dem feststehenden Glas-Panoramadach. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Es zieht sich von hier vorne bis nach hinten zu den Rücksitzen durch und macht halt eben den Innenraum wahnsinnig hell und dadurch auch wirklich sehr, sehr gemütlich, wie ich finde. Ja, das Panoramadach gehört bei uns zur Move-Ausstattungsvariante. Das kann man aber auch bei den anderen Ausstattungsvarianten dazu bestellen und ich finde, gerade wenn man das Fahrzeug auch im Alltag nutzt, ist es schon wirklich sehr, sehr cool. Ja, wir haben hier die Live-Ausstattungsvariante bzw. die Move Edition kann man mit der Live-Ausstattungsvariante gleichsetzen. Wir haben hier jetzt richtig schöne Stoffsitze. Die ganzen Sitze nennt VW hier Ergo-Komfortsitze. Dazu kommt, dass sie nicht nur wirklich bequem sind, sondern dass wir jetzt hier auch nochmal eine schöne blaue Kontrastnaht haben, so einen kleinen Farbakzent. Tut dem Innenraum wirklich sehr, sehr gut. Denn sonst ist der Rest relativ dunkel gehalten, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viele hochglanzschwarze Elemente, was einfach den Look vom Fahrzeug ein bisschen exklusiver gestaltet. Und sonst sind die Materialien auch wirklich schön und auch pflegeleicht, was bei einem Nutzfahrzeug natürlich auch wichtig ist. Aber dennoch sehen die Materialien irgendwie schön aus und nicht so das klassische Standardplastik, was man so vielleicht aus anderen Fahrzeugen kennt. Hier in der Mittelkonsole, da haben wir auch noch mal einige Skills vom Fahrzeug. Wir haben hier natürlich die Feststellbremse, wir haben den Schaltwahlhebel, den kennt ihr bestimmt auch schon aus anderen Fahrzeugen vom VW-Konzern. Und hier vorne, da haben wir dann zum einen den Start- und Stoppknopf. Wir haben hier eine Induktionsladefläche mit einer kleinen Klappe, die man dann hier aufmachen kann, um das Handy bequem reinlegen zu können. Wir haben hier auch noch mal zwei USB-A-Slots und auch hier noch mal eine 12 Volt Steckdose. Ja, und da oben haben wir dann zentral das neue VW Infotainment. Das funktioniert wirklich gut und wie ich finde auch wirklich intuitiv. Wir haben halt hier eben die ganzen Oberflächen, wo wir dann die einzelnen Apps anklicken können, beziehungsweise die einzelnen Funktionen vom Fahrzeug. Wir können hier eben hier in der Mitte einmal ganz zentral auf die Assistenzsysteme zugreifen. Wir können die Assistenzsysteme auch einzeln ab-
und wieder hinzuschalten. Wir haben hier in der Mitte dann auch nochmal einen Klimaknopf und hier kommt man dann auch nochmal zentral zurück zum Menü. Wir können natürlich bei dem Fahrzeug auch wieder alle Smartphones koppeln und das Fahrzeug ist natürlich auch durch VW Connect über das Internet dann immer updatebereit, was ich auch wirklich richtig stark finde. Wenn wir dann unseren Blick so weiter nach links schweifen lassen zum Cockpit, sehen wir hier, dass wir ein voll digitales Cockpit haben. Hier können wir uns dann zum Beispiel auch das große, schöne Navigationssystem einblenden lassen, was mega gut funktioniert. Auch hier vorne können wir dann nochmal die Assistenzsysteme anpassen, wie wir es individuell brauchen. Das Einzige, was vielleicht fehlt in dem Fahrzeug, ist ein Head-Up-Display. Das gibt es leider auch bisher noch nicht als Option zum Dazubuchen, aber ich glaube, man hat so ziemlich alles an Standards, was man so braucht heutzutage. Hier vorne haben wir dann natürlich auch noch ein Multifunktionslenkrad, das ist hier in Leder gehalten. Wir haben auch hier nochmal kleine angedeutete Pedals, mit denen wir natürlich auch manuell schalten könnten. Hier rechts, da können wir das Fahrzeug zum Beispiel mit der Sprache bedienen. Links können wir dann eher die Assistenzsysteme und den Abstandsregeltempomat einstellen, sprich bei welcher Reichweite erkennt er einfach das Fahrzeug vor uns. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Hier links können wir dann auch nochmal das Licht individuell einstellen und wir haben natürlich hier vorne auch elektrische Scheibenheber, was ich auch stark finde bei einem Nutzfahrzeug. Und dann möchte ich nochmal so ein bisschen genauer mit euch auf die Assistenzsysteme eingehen, denn die sind wirklich umfangreich, da fehlt nichts. Wir haben hier drin einen adaptiven Tempomat, wir haben den Spurhalteassistenten, wir haben einen Notfallbremsassistenten, wir haben eine Müdigkeitserkennung hier mit dabei und dann haben wir eben noch einen Totwinkelwarner mit dabei. Wobei ich sagen muss, dass alle Assistenzsysteme wirklich sinnvoll sind und auch gut funktionieren, bis auf eine Funktion, nämlich der Spurhalteassistent. Der ist manchmal so ein bisschen verwirrt, gerade wenn man aktuell in den wahnsinnig vielen Baustellen, Abschnitten auf der Autobahn unterwegs sein sollte. Da kommt er dann ab und zu mal so ein bisschen ins Straucheln, aber man kann ihn ja, wie ich eben schon gesagt habe, auch einfach mal kurzzeitig ausschalten, wenn man eben lange in der Baustelle unterwegs sein sollte. Ja, das Head-Up-Display fehlt mir so ein kleines bisschen, aber vielleicht zieht VW da noch nach. Denn VW hat auch schon angekündigt, dass es den Caddy vielleicht in der Zukunft auch als Plug-in-Version geben wird und eventuell auch als E-Gas-Version. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch einmal die Rückbank an und schauen, was er da hinten alles so zu bieten hat. Also kommt mit nach hinten. Auf der Rückbank angekommen, möchte ich euch nochmal über die Schiebetüren hier drin berichten, denn die haben Soft Close, was natürlich bei so einem Fahrzeug, wenn man auch mal Kids mit rumfährt, super praktisch ist. So muss man nicht aussteigen, wenn die Kinder mal wieder die Tür nicht richtig zugemacht haben. Ich zeige es euch auch einmal. Ich mache sie jetzt bewusst nicht richtig zu. Zack, da wird die Tür rangezogen. Das finde ich natürlich mega stark für ein Nutzfahrzeug. Ja, und die Rückbank hier hinten, die ist auch wirklich bequem, muss ich sagen. Man hat natürlich viel Platz hier und man kann die Rückbank auch in ihrer Neigung verstellen. Das funktioniert auch relativ simpel. Ich zeige es euch mal. Ich habe hier links so eine kleine Schlaufe. Und wenn ich an der ziehe, muss man natürlich ein bisschen Feingefühl mitbringen, aber dann kann ich hier eben die Lehne in der Neigung verstellen. Finde ich wahnsinnig cool. Ich mache es mir jetzt wieder ein bisschen bequemer. Genau, und die Rücksitzbank hier hinten hat auch serienmäßig eine Isofix-Station mit dabei, beziehungsweise zwei Isofix-Stationen hier jeweils an den äußeren Sitzen. Das heißt, da muss man sich auch keine Gedanken mehr drum machen. Und vor mir, da haben wir dann nochmal einen kleinen Tisch, beziehungsweise zwei kleine Tischchen an den Vordersitzen. Das heißt, hier hinten kann man dann die Kids eben auch bespaßen, indem sie hier halt eben eine Ablagefläche haben. Das Ganze kann man dann auch natürlich wieder easy zusammenklappen. Wir haben hier hinten auch nochmal zwei USB-A-Slots und richtig stark, wir haben hier hinten eine 240 Volt Steckdose mit dabei. Das heißt, man kann hier wirklich auch mal drin schlafen in dem Fahrzeug. Hier oben haben wir links und rechts nochmal zwei Lese-LED-Lämpchen mit dabei. Auch das ist natürlich richtig stark und ich würde sagen, euch interessiert bestimmt die Performance auf der Straße von Caddy und deshalb heißt es jetzt einmal für mich, auf den Fahrersitz springen und den Motor zu starten.
Ich habe jetzt einmal den Motor für euch gestartet und habe euch noch gar nicht die Leistung von unserem Dieselmotor verraten. Denn wir haben jetzt hier die 122 PS Variante und ich muss sagen, die 122 PS, die braucht er auch wirklich. Man kann ihn ja auch mit den 102 PS bestellen, aber ich denke, die 122 sind auf jeden Fall angebracht, gerade wenn man dann vielleicht noch hinten den Kofferraum voll hat mit schwerem Gepäck, dann ist das auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja, dabei hat er ein maximales Drehmoment von 320 Newtonmeter. Vmax liegt laut VW bei 180 km/h, aber ich kann ja euch verraten, wenn man so ein bisschen Schwung hat, dann schafft man auch mal die 200 hier mit unserem Caddy. Seinen Sprint, den absolviert er in 11,2 Sekunden, finde ich auch wirklich okay. Und VW gibt den Spritverbrauch hier mit etwa 5,6 bis 5,8 Liter an auf die 100 Kilometer. Ich bin ihn jetzt relativ weit auf der Autobahn auch gefahren und so lag unser Spritverbrauch etwa bei den 6 Litern rum. Aber wie gesagt, da war auch wahnsinnig viel Autobahn mit dabei. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach unten. Ja, wir haben hier ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Auch das fährt sich tadellos, schaltet super. Wir haben dann auch noch mit dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe die Möglichkeit, einmal in den Sportmodus zu schalten. Das Ganze funktioniert dann, indem wir den Gangwahlhebel hier einmal nochmal nach unten drücken. Und dann sehen wir vorne im digitalen Cockpit auch schon, dass er umgestellt hat auf Sport. Und dann wird er auch so ein kleines bisschen rauer. Und ja, klingt dann auch wirklich richtig schön, wie ich finde. Ich habe euch vorhin bei dem Sicherheitsassistenzsystem nicht verraten, dass wir hier auch eine richtig coole Rückfahrkamera haben. Das heißt, wir haben hier auch den Parkassistenten mit dabei. Funktioniert auch wahnsinnig gut. Das heißt, das Fahrzeug lässt sich auch wirklich easy in eine kleinere Parklücke bewegen. Das gefällt mir auch gut. Aber was ich sagen muss, man sieht zwar überall sehr gut raus aus dem Fahrzeug, aber der Totwinkelassistent, der dieses Fahrzeug auch hat, der ist wirklich sinnvoll. Denn auf der Autobahn hatte ich ein-, zweimal den Moment, dass ich dann vielleicht beim rechts nach hinten gucken doch jemanden übersehen habe und mich der Totwinkelwarner dann eben nochmal gewarnt hat, dass da jemand ist. Und was ich auch cool finde, sind die kleinen Fensterchen hier vorne. Man denkt vielleicht so, braucht man die unbedingt, ist es nur ein Designelement? Aber tatsächlich muss ich sagen, irgendwie schaut man beim Abbiegen doch immer mal wieder da raus. So hat man halt hier einfach eine irgendwie schmalere A-Säule und das finde ich auch richtig genial. Ja, insgesamt finde ich den Caddy wirklich cool. Nicht nur als Nutzfahrzeug, sondern eben auch als Alltagsgefährt. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch eine Runde, bevor ich euch dann mein kleines Fazit zauber. Kommen wir zu meinem kleinen Fazit. Der VW Caddy beginnt im Basispreis bei 26.545 Euro. Dabei hat er wirklich sehr, sehr viele Sicherheitsassistenzsysteme mit dabei, bietet wahnsinnig viel Platz und wie ich finde, gerade mit den voll lackierten Elementen sieht er gleichzeitig auch noch richtig stark aus. Durch die verschiedenen Aufbautypen ist auch für wirklich jeden individuellen Wunsch das Richtige mit dabei und deshalb bin ich wirklich super überzeugt hier von dem neuen VW Caddy. Aber schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie ihr den VW Caddy findet. Die direkten Konkurrenten hier von dem VW Caddy sind zum Beispiel der Citroën Berlingo, der Opel Combo Life oder auch der Renault Kangoo. Falls ihr jetzt nach diesem Video Lust habt auf einen VW Caddy, dann schaut doch gerne mal bei unserem Leasingpartner nullleasing.com vorbei. Gerne auch auf unseren Webseiten der-autotester.de, meiner Webseite ninacamaria.de. Ein Like, ein Abo macht mich natürlich auch immer happy. Auf Instagram könnt ihr mich wirklich hautnah jeden Tag live verfolgen. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.